Ich weiß, wie das ist, wenn man Hartz IV kriegt. Ich habe das durchlebt. Man wird abgestempelt, das ist so. Da kehrt man neu gefahren und hat man richtig auf den Tisch geschlagen. Dahin. Die verarschen doch nur die Leute. Im Namen des Volkes ergeht ein folgendes Urteil. Erstens, die Klage wird abgewiesen. Zweitens, außergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten. Sozialgericht Koblenz. Hier geht es täglich um Existenzen. Hartz-IV-Empfänger kämpfen um ihr Recht. Wir sind dabei, wollen ihre Sorgen kennenlernen. An diesem Morgen der erste Fall, einer von rund einer halben Million jährlich in Deutschland. Es geht darum, dass ich einen Antrag gestellt habe auf Hartz-IV. Ich war vorher in Hartz-IV, also ich habe Hartz-IV bekommen. Und da war es so, dass es auslief. Und ich keine Arbeit gefunden habe und gedacht habe, was mache ich jetzt? Andreas Kremp war einmal Zeitsoldat. Danach ein gescheiterter Versuch als Selbstständiger. Es folgten schlecht bezahlte Jobs, Zeitarbeit, Hartz IV. Nun holt er das Abitur nach. Seine Hoffnung, auch für diese Zeit Hartz IV zu bekommen. Jetzt bin ich in einer Lücke und bin seit 17 Monaten ohne etwas. Ich lebe bei meinem Vater auf der Couch und bin mittlerweile schon obdachlos, weil mein Vater umgezogen ist. Ich verzweifle schon. Also es ist wirklich grauenvoll. Und bekommen keinen. Ich bekomme überhaupt nichts. Ich könnte dann natürlich aufhören mit dem Abitur und könnte arbeiten gehen. Dann würde ich das ja wieder bekommen. Mhm. Aber das will ich gar nicht. Mhm. Also ich bin jetzt auch fast fertig. Ich muss jetzt nur noch ein halbes Jahr machen. Mhm. Und habe dann mein Abitur und kann dann studieren gehen. Mhm. Und dann sehen seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt natürlich ganz anders aus. Richter Franz Werner Gansen muss nun über seine Zukunft entscheiden. Hat Andreas Kremp doch Anspruch auf Hartz IV? Hat die zuständige Behörde, die Arge Rhein-Lahn, hier vertreten durch Jutta Meurer, ihm die Leistung zu Unrecht verweigert? Bei der Verhandlung dürfen wir nicht drehen. Richter Gansen erklärt, Andreas Kremp hat tatsächlich keinen Anspruch auf Hartz IV, denn für seine Schulausbildung gibt es eigentlich BAföG. Dumm nur, dafür ist Andreas Kremp mit 32 Jahren leider zu alt. Aber das Prinzip zählt nun mal, die Arge bekommt Recht. Dementsprechend entsetzt ist der junge Mann. Ich konnte die Klage jetzt zurückziehen. Also. Keine Chance, ne? Ja, aber das ist ein. Also, meines Erachtens ist das ein Witz. Die fallen genau in diese Lücke zwischen. Ich falle in eine Lücke, ja. Also, wir leben in einem Sozialstaat, wo es ja heißt, dass diese Unterhalt. Dieses Minimum an Unterhalt gewährleistet werden sollte. Und ich habe überhaupt nichts. Rechtslage ist einwandfrei. Ich meine, was soll ich denn da machen? Das meinen die. Er ist ja der Richter. Er hat ja schon gesagt, er lehnt sie ab. Es gibt auch Richter, die keine Ahnung haben. Martin Stier, der auch auf seinen Termin wartet, ist anderer Meinung. Nie aufgeben. Der Gesetzgeber will eben nicht, dass Leistungen, die aufgrund persönlicher Hindernisse etwa deshalb, weil der Studierende zu alt ist, nach dem BAföG nicht gefördert werden können, dass diese Leistung dann sozusagen durch die Hintertür über Hartz IV gezahlt und geleistet und gefördert werden. Also, kein BAföG, kein Hartz IV. Andreas Kremp muss sich allein durchschlagen. Paradox, denn mit Abitur wären seine Chancen groß, dass er keine Stütze mehr benötigt. So würden alle sparen. Also ich bin wohl wahrscheinlich der erste Obdachlose in Deutschland, der Abitur macht. Was soll ich? Weil ich mich nicht. Mein Vater ist umgezogen und ja, ich wohne mal bei meinem Vater, also schlaf da mal, bei meinem Bruder mal. Das ist ein halbes Jahr noch muss er durchhalten, irgendwie. Wenn er das Abitur schafft, bekommt er BAföG fürs Studium auf dem zweiten Bildungsweg, hofft er. Was genau ist bei Ihnen das Problem? Also bei ihm ist der Fall so gelagert, bedarfsgemeinschaftlich hat meine älteste Tochter einen Aushilfsjob angenommen. Bedarfsgemeinschaft. So nennt das Amt alle Personen, die in einem Haushalt den Lebensunterhalt gemeinsam bestreiten. Zum Beispiel die Familie Stier. Gekellnert in Ems in der Kneipe. Und auf einmal kam die Arge darauf, dass meine Tochter ja angeblich 300 bis 400 Euro verdient. Zu viel. Und das ging ja nicht.
Und jetzt soll meine Tochter knapp 400 Euro zurückzahlen. Und da habe ich gesagt, Moment, das stimmt nicht, weil belegmäßig hat die noch nie 300 Euro gehabt. Das waren höchstens mal 120 und nur über den Sommer. Und im Winter geht sie gar nicht arbeiten. Das wird gar nicht berücksichtigt. Ja, mal gucken, was darum kommt. Denn mit 715 Euro komme ich nicht rum. Geht nicht. Bei Ihnen irgendwie eine Hoffnung auf einen Job? Kriege ich nicht mehr. Ich werde jetzt am 2. Dezember werde ich 59. Hab Arthrose in den Knochen. Bin schon 4 Jahre zu Hause. Was ich hab Leben. Gemacht? Bitte? Was haben Sie gemacht früher? Ich war Schienenschweißer. Bei der Eisenbahn. Außer dem Job der Tochter gibt es noch einen Streitpunkt. Astrid Stier soll das Amt zu spät von ihrem neuen Teilzeitjob informiert haben. Und ich habe gesagt, Leute, es ist ein, ja, angeblich hätte ich nicht mitgeteilt, dass ich in Arbeit bin. Die haben alles mitgeteilt bekommen. Ich habe da zweimal mitgeteilt. Ja, hier. 419 Euro soll Frau Stier zu viel erhalten haben, weil die Arge angeblich nichts vom neuen Job wusste. Aber zuerst geht es nun mal um das Kellnern der Tochter. Muss die Schülerin wirklich 400 Euro zurückzahlen? Auf der Gegenseite sitzt erneut Jutta Maurer von der Arge Rhein-Lahn. Erst jetzt vor Gericht erkennt das Amt an, dass die Tochter Stier im Winter gar nicht gearbeitet hat. Dieser Teil der Klage ist damit vom Tisch. Herr Stier könnte nun aufatmen. Aber Richter Gansen entscheidet auch, Mutter Astrid Stier muss Geld zurückzahlen. 269 Euro in Monatsraten zu 10 Euro. Geld, das die Arge auszahlte, als Frau Stier schon wieder Arbeit hatte. Herr Stier regt sich darüber auf, seine Frau muss ihn beruhigen. Meine Sache hat geklappt. Das habe ich durchgeboxt. Nur von meiner Frau, da war ich damit einverstanden. Ich meine, hätten die meine Abmeldung ernst genommen, dass ich in Arbeit bin und das zügig bearbeitet, hätten die mir brauche ja nichts auszuzahlen. Aber sie haben es gemacht und mir sind wieder zum Bock getan. Und Sie mussten den Mann dann ein bisschen bremsen, Sie sind der temperamentvollere. Ja. Scheiß nicht umsonst hier. Scheiß nicht umsonst hier. Da müssen Sie ein bisschen aufpassen, ja? Ja, muss ich mal ein bisschen aufpassen. Aber ich muss mich immer manchmal selber bremsen. Okay. Wie den Stiers geht es vielen Hartz-IV-Empfängern. Ständig ändern sich die Bescheide, werden angepasst. Mal mit Arbeit, mal ohne. Nachzahlungen, Rückforderungen. Ein kompliziertes System. Das SGB II ist recht kompliziert. SGB II. Das zweite Sozialgesetzbuch regelt alles rund um Hartz IV. Und es ist ja seit 2005 mehrmals auch geändert worden. Und mit jeder Änderung ist es aber nicht einfacher geworden, sondern in der Praxis wird es eigentlich immer komplizierter. Das Wort Wahnsinn möchte ich mir nicht zu eigen machen. Das wäre eine zu scharfe Schelte des Gesetzgebers durch das Gericht. Aber es ist sehr schwer nachvollziehbar zu machen. Das räume ich Ihnen vollkommen ein. In 6 Fällen hat Richter Gansen an diesem Morgen Recht gesprochen. Schafft das auch Gerechtigkeit? Eine andere Frage. Übrigens ungefähr die Hälfte aller Klagen sind bundesweit erfolgreich. Ein paar Tage später. Wir fahren nach Bad Ems. Hier wohnt die Familie Stier. Ihr Anwalt Ingold Günster ist dazugekommen. Es geht noch einmal um die Verhandlung und die Rückzahlung. Ja, Frau Stier, wie war das denn jetzt? Also wenn ich zusammenfassen darf, ist eigentlich diese ganze Malesse passiert. Dadurch, wir haben ja jetzt sogar einen Zeugen, dass zweimal Papiere abgegeben worden sind. Ja. Und das Arbeitsamt die nicht bekommen haben wird. Richtig. Ist das was Sie häufiger erleben? Das erlebe ich häufiger, da habe ich mehrere Fälle von. Hier liegt es oft an der Koordinierung. Wie ich schon gesagt habe, dass sozusagen gerade zwischen dem Jobcenter, die Arbeit vermitteln sollen, und der Arge, die auszahlen muss, dass da meistens nicht genügend geredet wird. Annette Stier hat mittlerweile schon wieder einen anderen, einen neuen Job. 6 Stunden täglich in einem Callcenter, Verdienst 600 Euro netto. Schlecht bezahlt, aber Hauptsache Arbeit. Sie haben gesagt, Sie sind Idealistin? Ja. Ich bin da, ich hänge da nicht so von wegen, wie auch manche gibt, muss man ehrlich gestehen, die sagen, ja, wofür soll ich in Arbeit gehen? Ich habe mehr von Hartz IV, bleibe ich lieber bis morgens 11, 12 Uhr im Bett rumliegen. Ja. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht, wirklich nicht. Astrid Stiers Gehalt wird aber natürlich mit dem Bedarf der ganzen Familie verrechnet. Nur 100 Euro sind frei. So weit, so gut. Also ich habe mich um knappe 300 verbessert. Und wie ist mit dem Familieneinkommen? Das hat sich nicht verbessert. Wir können hier mal schauen. Es sind jetzt die Abrechnung zeigt, die Hartz-IV-Beträge werden stark gekürzt.
Für die Tochter gibt es nun statt 215 Euro noch genau 4,72 Euro vom Amt. Aufstockung zum Verdienst der Mutter. Also obwohl Mutter Astrid Stier arbeitet, lebt die Familie mit knapp 1300 Euro weiter an der Armutsgrenze. Eine Arbeit zu suchen lohnt sich für Hilfeempfänger kaum, weil sie so wenig vom selbstverdienten Geld behalten dürfen. Ein grundsätzliches Problem bei Hartz IV. Machen Sie sich denn jetzt Sorgen über die Zukunft oder sagen Sie eigentlich... Nee, ich mache mir gar keine Sorgen. Nur mal Kinder, dass die also alles in Ordnung kriegen und das. Ne? Doch, die Sorge mache ich mir schon, dass ich meine Älteste nicht studieren lassen kann. Ja, das sowieso. Dass sie selbst noch mal eine Arbeit finden, von der sie ohne Hilfe leben können, daran glauben beide nicht mehr. Das weiß ich halt eben. Fahrt zum Sozialgericht nach Speyer. Udo Lichtentäler ist ein erfahrener Richter. Seit 18 Jahren verhandelt er Sozialsachen. An diesem Tag liegen 6 Hartz-IV-Klagen auf seinem Tisch. Man liest immer wieder, das Gesetz wäre ein bisschen schlampig, steht in der Presse gemacht. Stimmt das? Ja, es sind halt viele Punkte, die jetzt erst allmählich überhaupt durch die Rechtsprechung ausgefüllt werden. Also zum Beispiel, was ist eine angemessene Wohnung? Also da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die so uns die Arbeit nicht unbedingt leicht machen. Würden Sie sagen, dass Sie da jetzt ausbüchsen müssen, was der Gesetzgeber versäumt hat? In einigen Bereichen sicherlich schon. Draußen wartet schon der erste Kläger, der 58-jährige Peter Fitzke. Um was geht's bei Ihnen? Das geht um die Rückzahlung eines Kredites. Ich bin auf Hartz IV gefallen. Ja. Und da das zeitlich sich ein bisschen verzögert hat, habe ich von meiner Mutter einen Kredit bekommen. Und da haben die gesagt, sie haben 3.000 Euro bekommen. Ja. Und das können sie auch zum Leben gebrauchen. Obwohl es quasi in der Zeitraum war, wo die Behörde eigentlich schon für sie zuständig war. Eigentlich schon zuständig war. Aber das verstehe ich nicht. Nach dem Motto Glück gehabt, dass ihre Mutter für sie gesorgt hat, oder wie? Das war ungefähr so die Begründung. Der ehemalige Taxifahrer versteht die Welt nicht mehr. Natürlich hat er keinen Kreditvertrag mit seiner Mutter abgeschlossen. Warum auch? Wer denkt denn an sowas? Das Amt, hier vertreten durch Roland Weber, sagt aber genau deshalb, das Geld sei ein Geschenk gewesen. Und dann brauche Herr Fitzke ja erstmal für 4 Monate kein Hartz IV. Heute am 26.11.2009 die Sitzung der 6. Kammer. Richter Udo Lichtentäler fragt nach, wie reich die Mutter denn sei und wie ernsthaft die Rückzahlung abgesprochen wurde. Denn in einem hat Herr Weber vom Amt recht. Wenn das Geld ein Geschenk war, dann muss der Staat nicht helfen. Die Mutter aus Hamburg als Zeugin zu laden, das geht dem Richter zu weit. Es kommt zum Vergleich. Das Amt überweist der Mutter knapp die Hälfte, 1.227 Euro. Den Rest muss Herr Fitzke abschreiben. Er ist maßlos enttäuscht. Reden mag er jetzt nicht mehr. Zu groß ist der Frust. Er muss seiner 78-jährigen Mutter erklären, dass ein Teil ihres Notgroschens verloren ist. Fazit: Herr Fitzke hätte seine Mutter am besten gar nicht um Hilfe gebeten, findet auch der Mann vom Amt. Wenn ich in einer Hilfesituation bin, gehe ich zur Behörde, will dort mein Geld, wenn es sein muss mit etwas Nachdruck, wie auch immer, das ist noch legitim, aber ich gehe nicht andere Wege und versuche mich so über Wasser zu halten, weil wenn es sich über Wasser halten kann, dann braucht er keine Steuergelder. Ist das nicht eigentlich so ein bisschen paradox, dass die am lautesten auf den Tisch hauen, die Hilfsbedürftigen, dass die dann einen Vorteil haben gegenüber denen, die erstmal versuchen, irgendwie mit Familienhilfe oder so sich über Wasser zu halten? Ja, aber ist das nicht überall im Leben so? Die Arbeitsagentur in Ludwigshafen. Roland Weber, den wir gerade im Gericht kennengelernt haben, arbeitet in der Widerspruchsstelle des Amtes. Die Geschichte mit dem Darlehen zeigt etwas Grundsätzliches. Als Hartz-IV-Empfänger bekommt man besser nichts geschenkt. Was darf man denn als Hilfeempfänger überhaupt für Geldgeschenke oder so von Verwandten oder Freunden bekommen? Was ist noch unter der Grenze? Das wären so 50 Euro im Jahr quasi. Das wäre ganz gering. Also zum Glück, muss man fast sagen, steigt da niemand nach. Wenn ich nur an Weihnachten jetzt zum Beispiel denke, wenn da einer sagen würde zu uns, er hat von seinen Verwandten 200 Euro bekommen, gäbe es sofort ein Problem. Roland Weber versucht immer, auch die andere Seite zu sehen. Aber bei einigen der fast 4.000 Widersprüche, die es jährlich in Ludwigshafen gibt, da ärgert er sich dann doch.
Also man muss ja davon ausgehen, unsere Kundschaft hat kein Geld und man könnte ja erwarten, dass sie erstmal zur Behörde gehen und sagen, hier Behörde, ich habe das Gefühl, ihr habt hier das Einkommen falsch angerechnet, da stimmt irgendwas nicht. Nein, die Kundschaft läuft zu einem Rechtsanwalt. Bei manchen hat man das Gefühl, die legen es wirklich drauf an und sagen, es ist ja nichts zu verlieren. Ich gehe gegen jeden Bescheid. Selbst wenn wir einen Erhöhungsbescheid schicken, wird nochmal reklamiert. Ja, und der Rechtsanwalt kriegt dafür Gebühren. Also ich würde es abschaffen. Dass viele Hilfeempfänger die komplizierten Hartz-IV-Bescheide ohne Anwalt gar nicht verstehen, ist eine andere Frage. Was denkt Roland Weber allgemein über seine Kunden? Die Praxis hier zeigt zwei Sachen. Es gibt alles. Es gibt den schlimmsten Betrüger und Kriminellen bis zu dem, der wirklich absolut schuldlos, einfaches Gemüt, wie auch immer, hier in diese Situation gekommen ist und eben auf unsere Leistung angewiesen ist. Also und das dann abzuwägen, den einen Kunden nicht mit dem anderen zu verwechseln, das ist dann eben auch eine gewisse Kunst und auch bedarf auch eines gewissen Fingerspitzengefühls. Gefühl, das manch Sachbearbeiter hat und andere eben nicht. Für die Kunden heißt das Hoffen, dass man einen Guten erwischt, wenn es um die Existenz geht. Zurück in Speyer. Hier warten schon Carmen Baumgärtner, ihr Chef und ihr Anwalt auf ihren Termin. Bei mir geht es um eine Insolvenzsache. Also wir haben Insolvenzgeld beantragt für 3 Monate, vor 2 Jahren schon beim Arbeitsamt. Insolvenzgeld. Bis zu 3 Monate übernimmt die Bundesanstalt für Arbeit ausstehende Lohnkosten von Angestellten, deren Firma insolvent ist. Nach 6 Wochen habe ich mal nachgefragt, wo das Geld bleibt. Dann hat es geheißen, wären keine Unterlagen vorhanden. Ich habe das Schreiben persönlich auf der Agentur für Arbeit abgegeben. Wir schicken Ihnen neue Unterlagen zu, geben Sie eine Erklärung ab. Das habe ich auch gemacht und dann kam prompt ein Brief zurück. Die Frist von 6 Wochen ist vorbei. Mir steht kein Insolvenzgeld zu. Also es ist schon, kommt schon öfter vor, dass irgendwelche Unterlagen, ja, was weiß ich, von einer anderen Stelle bearbeitet werden oder irgendwann wieder auftauchen oder in einer anderen Akte gelandet sind. Das haben wir auch schon alles gehabt. In einer Gaststätte hat Carmen Baumgärtner gearbeitet. Als diese insolvent war, musste sie zum ersten Mal in ihrem Leben um staatliche Hilfe bitten. Ich war zu dem Zeitpunkt schon 56 Jahre alt. Und habe noch nie unseren deutschen Staat belästigt, habe schon immer aus eigener Kraft gearbeitet. Und jetzt hat man einmal eine Notlage und dann wird man so behandelt. Carmen Baumgärtner ist sich sicher, dass sie Recht bekommt. Sie hat ja schließlich einen Zeugen, dass sie den Antrag abgegeben hat. Das Amt, vertreten durch Frau Kretschmer von der Bundesagentur, will den nie erhalten haben. Carmen Baumgärtner berichtet, dass sie den Insolvenzgeldantrag extra mit Hilfe eines Steuerberaters ausgefüllt habe. Frau Kretschmer bleibt dabei, ihr liege kein Antrag vor. Es gibt aber einen in der Akte des Richters. Er ruft alle nach vorne ans Pult. Es zeigt sich, es ist ein Antrag auf Arbeitslosen statt Insolvenzgeld. Die Behörde hatte Frau Baumgärtner die falschen Formulare zugeschickt. Der Richter gibt der Klage deshalb keine Chance. Das waren die falschen Anträge, die wir ausgefüllt haben. Das ist doch eine hübsche Kurve, sein. Wenn ich sage, ich beantrage Insolvenzgeld und kriege Unterlage geschickt und ich fülle die Unterlage gut ins Gewissen aus, ich kann die Unterlage ausfüllen, die ich geschickt kriege vom Arbeitsamt. Sie ist im Prinzip mit diesem Kündigungsschreiben gekommen und im Kündigungsschreiben stand eindeutig drin, melden Sie sich frühzeitig arbeitslos. Und ich denke, dass sie damit auch gekommen ist. Im Nachhinein hat sie natürlich gemerkt, irgendwie habe ich mich falsch oder falsch ausgedrückt und sagt jetzt immer, ich habe eigentlich Insolvenzgeld beantragt. Aber das hat sie garantiert nie gesagt. Das heißt, Sie fühlen sich jetzt gerecht behandelt? Das ist verarscht. Da hätte man neu gefahren und hätte man richtig auf den Tisch geschlagen. Dahin. Die verarschen doch nur die Leute. Keiner von uns macht alltäglichen Insolvenz mit. Keiner von uns weiß genau, was da auszufüllen ist. Warum sind die nicht hier und haben das zurückgeschickt und haben gesagt, sie haben das falsch oder es ist das falsche Formular? Nein, da wird die Zeit abgewartet, dass die Leute richtig abgezogen werden. Wir haben da einen Antrag von Ihnen vorliegen. Wir wissen nicht, was mit anzufangen. Kommen Sie mal ruf, die Agentur, dass wir das besprechen können. Passiert das häufiger, dass Sie da dass die Behörde da nicht ganz so sorgfältig aufklärt, wie sie sollte? Also das kann schon passieren. Passiert auch häufiger, dass dann nach dem Vortrag des Klägers bestimmte Dinge nicht besprochen worden sind, nicht aufgeklärt worden sind. Es ist häufig dann das Problem der Beweisführung. Was ist Deutschland live? Einen kleinen Trost gibt es für Frau Baumgärtner. Der falsche Antrag sichert ihr immerhin noch rückwirkend Anspruch auf Arbeitslosengeld. Das hat der Richter ihr gesagt.
Wenn sie es denn wirklich bekommt, sind das allerdings rund 1.000 Euro weniger als das Insolvenzgeld, was ihr eigentlich zustand. Ein paar Tage später. Wieder im Sozialgericht in Koblenz. Dieser junge Mann wartet auf seinen Termin. Bei ihm geht es um Schulgebühren seiner Schwester. Meine Eltern, die sind in einer Bedarfsgemeinschaft zusammen mit meinen zwei Geschwistern. Meine Schwester, die eine Ausbildung als PTA macht, pharmazeutisch-technische Assistentin heißt das, glaube ich. Und da muss sie für zahlen. Für die Ausbildung? Genau, im Monat 350 Euro. Jetzt ist es so, die Agentur für Arbeit hat diese Schulgebühr nicht anerkannt. Meine Schwester kriegt auch kein BAföG. Wie machen ihre Eltern das denn? Schulden. Insgesamt jetzt 2.000 Euro minus auf dem Konto. Die Miete für diesen Monat habe ich ein bisschen ausgeholfen, obwohl ich selber nur Student bin. Ich kriege BAföG, gehe auch noch nebenbei ein bisschen jobben. Hedi Denguir regelt alle Amtssachen für die ganze Familie. Mit der Agentur gibt es oft Ärger. Seit langen Jahren hat der Sachbearbeiter meinen Eltern, kann ich mal sagen, im Visier. Muss das Amt die Schulgebühren seiner Schwester nun anerkennen oder nicht? An diesem Tag leitet Richterin Bettina Wickert die Koblenzer Kammer. Auf der Gegenseite die Vertreter der Bundesagentur. Richterin Wickert erklärt, vermutlich habe die Schwester einen Anspruch auf Schüler-BAföG. Das solle der Bruder zunächst für sie klären. Wenn ja, dann würde sie auch ergänzende Hartz-IV-Leistungen erhalten. Im Moment aber handle die Bundesagentur rechtens, wenn sie die Schulkosten nicht anrechne. Also das hört sich für mich ein bisschen widersprüchlich an, aber das ist die Gesetzeslage in Deutschland. Das heißt, wenn sie BAföG erhält, dann darf sie die Ausbildung machen und wird auch unterstützt. Wenn sie kein BAföG erhält, dann wird sie nicht unterstützt. Dann musst du praktisch so gesehen eigentlich die Ausbildung abbrechen. Und sie ist jetzt seit September 2008 dran, ist auch sehr gut dabei, hat gute Noten, einen Zweierschnitt. Leicht kann man so, wie seine Schwester, zwischen den verschiedenen Hilfssystemen verloren gehen. Zu Hause bei den Denguirs. Vater Mohammed ist in den 70er Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Als Dreher, Gastronom, Taxifahrer hat er gearbeitet. Nun ist er 59 und erwerbsunfähig. Der Rücken ist kaputt seit einem Unfall. Um ihre Ausbildung dreht sich der Streit. Rafika muss noch ein halbes Jahr die Schule besuchen bis zum Abschluss. Wie wichtig ist diese Ausbildung für Sie? Ja, es ist halt schon ziemlich wichtig, weil man sieht es ja mit dem Arbeitsmarkt heutzutage, es sind Tausende von Arbeitslosen und PTA halt hat Zukunft und ja, vielleicht mache ich dann halt auch noch weiter mit dem Pharmaziestudium. Haben Sie jemals daran gedacht, die Ausbildung abzubrechen wegen der finanziellen Schwierigkeiten? Nein, glaube ich nicht. Ehrlich zu sein, ja. Mein Vater hat immer gesagt, nee, es ist egal wie, also er macht es halt. Wie klappt es? Ich weiß es nicht, das regelt der Papa. Der auf ihn lastet ja dann alles mit dem Zahlen. Habe ich meine Pflicht getan, was jeder Vater oder jede Mutter mit ihren Kindern macht? Mehr nicht. Die waren ja auch fleißig. Ein Abitur haben die geschafft, ich nicht. Ich müsste mich nur um meine Familie kümmern. Miete bezahlen, was zu essen bringen, Kleider und dann. War kein Luxus, aber immerhin sind wir weit gekommen. Nun ist sein Konto ein paar tausend Euro im Minus und er leiht sich Geld von Landsleuten. Wie er das alles zurückzahlen soll, das wisse nur Gott, sagt er. Aber seinen Kindern soll es mal besser gehen als ihm. Dafür fährt er dann ein paar Taxischichten zusätzlich, wenn der Rücken mitmacht. Und noch ein letztes Mal sind wir im Sozialgericht in Koblenz. An diesem Morgen treffen wir Rüdiger Merz und seine Anwältin. Es geht hier um eine Brille, die ich beantragt habe und die mir abgelehnt worden ist von der AGE. Und da sind wir jetzt vom Sozialgericht gekommen. Also wegen der Brille? Ja, wegen der Brille. Sie haben, man sieht das in den Augen, Sie haben eine Sehstörung, oder? Eine sehr starke Sehstörung. Also. Und mit welcher Begründung ist das abgelehnt worden? Das ist abgelehnt worden, weil eine Brille grundsätzlich als einmalige Beihilfe nicht mehr gewährt wird in dem Sinne. Was würde die Brille kosten? Rund 500 Euro. Er hatte nur 6% auf dem einen Auge und auf dem anderen Auge ist er blind. Sie sind der Vater? Nein, ich bin Begleitperson der Onkel. Der Onkel? Ja. Oh. Und haben Sie denn jetzt eine Möglichkeit, würden Sie denn eine Möglichkeit haben für eine Arbeit, wenn Sie eine vernünftige Brille hätten? Oder zumindest? Ja. Und Umschulung auf Bürokaufmann.
Und genau darauf baut seine Rechtsanwältin. Mit einer Brille könne Herr Merz wieder Arbeit finden. Und das müsse doch ganz im Sinne des Amtes sein. Das ist durch Frau Eisenach vertreten. Richterin Wickert sagt, dass es ihr leid tut, dass Herr Merz so allein gelassen wird. Aber das Gesetz schreibt vor, eine Brille muss aus dem Hartz-IV-Regelsatz von 359 Euro monatlich bezahlt werden. Extra Geld vom Amt gibt es nicht. Womöglich sei Herr Merz ein Härtefall. Dann habe er einen Anspruch, die Brille von seiner Krankenkasse zu bekommen. Die Richterin vertagt die Verhandlung. Sie haben einen neuen Termin jetzt, wo die Kasse dazugeladen wird. Genau. Okay, dann ist die Kasse. Ja, einer muss ja. Da sind beide quasi an Bord und. Das ist ja klar, jeder probiert sich zu wehren. Haben Sie bei so Sachen einen Spielraum, was Härtefälle oder sowas angeht? In dem Fall war jetzt kein Spielraum gegeben. Also das, da gibt es auch keinen Härtefall. Wenn jetzt natürlich bei der Krankenkasse der Hinweis kommt, es läuft da schon ein Verfahren, dann kann das, sage ich mal, für das Verwaltungsverfahren ein bisschen beschleunigend wirken, was jetzt gerade in hier dieser Konstellation mit dem doch extrem sehbehinderten Kläger jetzt sehr, sehr wichtig ist, damit er jetzt einfach von wem auch immer erstmal seine Brille bekommt. Rüdiger Merz muss also erst nochmal abwarten, bis zum nächsten Termin mit Krankenkasse. Wir fahren mit zu ihm nach Hause. Bis vor 2 Jahren hat der 37-Jährige als selbstständiger Maler sein Geld verdient. Doch dann machten die Augen nicht mehr mit. Allein wenn ich schon weiße Wände gestrichen habe, da habe ich mittendrin vergessen zu streichen und habe es nicht gesehen. Das hat der Kunde dann gesehen und hat mich dann gefragt, warum ich da vergessen habe. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Der grüne Star, eine unheilbare Krankheit, wird diagnostiziert. Das Ende im Beruf. Für mich ist es schlimm gewesen. Also ich saß nur noch hier daheim und ich habe immer gearbeitet und dann vor allem nichts mehr. Ich habe mich auch auf dem Amt geschämt, also dass ich nicht arbeiten konnte. Hat Ihnen denn in der Zeit das Arbeitsamt irgendwas an Job angeboten? Also der Amtsarzt hat es auch gesagt, dass ich nicht mehr als Maler und Lackierer arbeiten könnte. Wegen der Augen? Wegen den Augen. Und dann kam trotzdem, ich sollte LKW fahren und Malermeister wurden dann gesucht in Koblenz, die hatten angerufen und solche Dinge sind dann immer gelaufen. Das ist unglaublich normalerweise. Man wird abgestempelt, das ist so. Kaltschnäuzig abgestempelt. Im nächsten Monat könnte Rüdiger Merz die Umschulung zum Bürokaufmann beginnen in einer Einrichtung für Sehbehinderte, allerdings nur mit Brille. Wenn die Kasse jetzt auch nicht die Brille zahlt und die Richterin da auch nichts entscheidet, was machen Sie denn dann? Keine Ahnung. Das weiß ich noch nicht. Sie haben das Geld nicht. Sie können nicht einfach 500 Euro zahlen. Nein. Ja, dann habe ich noch die Lupe. Dann muss ich die Lupe nehmen. 465 Euro kostet die Brille. In seinem Hartz-IV-Satz sind monatlich 14,65 Euro für medizinische Hilfsmittel vorgesehen. Fast 3 Jahre müsste Rüdiger Merz für die Brille sparen. Das Gericht hat an diesem Morgen noch über 4 weitere Hartz-IV-Fälle entschieden. Jeder Fall ein Schicksal. Ganz wichtig ist es, Verständnis mit den Menschen und ihrer Situation zu haben. Das ändert nichts daran, dass ich dann in der konkreten Situation als Richter natürlich neutral entscheiden muss und da auch an Recht und Gesetz gebunden bin. Dennoch darf man immer nicht vergessen, um was es für die Menschen wirklich geht. Und dass es natürlich auch für den jeden einzelnen Betroffenen hier eben um eine ganze Menge geht. Auch wenn es vielleicht Beträge ist, wo der ein oder andere, der voll im Berufsleben steht und ein ordentliches Gehalt im Monat hat, eben sagen würde, naja, warum klagt man denn wegen sowas?